Hey Freunde, willkommen zurück bei Digimon World 4. Im letzten Part haben wir alles geregelt, dass wir jetzt ins nächste Gebiet können und ja, dann würde ich sagen, auf ins Ödland. Ach, das wird so toll, Mann. Ach, voll cool. Mumienwüste, unser erstes Gebiet im Ödland. Tyrannomon, Dinosaurier-Dämon. Meistens zahm, greift aber im Kampf mit voller Gewalt an. Die Musik hier ist auch total cool. Ich würde sagen, ich skill mal zuerst. Genau, ich zeige euch mal, wie man Mini-Feuer skillt. So, dann muss ich die Typen hier einfach mal. Also, ich mache das immer hier an der Stelle, egal mit welchem Skill. Klappt sehr gut mit allen anderen Skills. Noch besser klappt es natürlich, wenn man die Weisheit ganz doll senkt durch ein Beastboard Better. Das ist dann aber auch erst mit 51, glaube ich, tragbar. Aber damit hat man halt noch bessere Karten beim Skillen. So, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier wirklich alle dran habe an mir. Ja, sind alle. So, kommt mal mit. Weil man sucht sich möglichst viel zusammen, dass der Skill eine richtig hohe Chance hat, sich schön zu verteilen über alle Gegner. Ihr werdet ja sehen, was ich meine. Es gibt natürlich auch so Debuffs, die haben einen bestimmten Bereich, in dem die Gegner halt gedebufft werden. So klappt es auch sehr gut, wenn man wirklich viele Gegner an einer Stelle versammelt hat. Dann haut man einfach den Debuff drauf und dann skillt das so schnell. Später da 20 Skills auf einmal, noch mehr, dann kann man so schnell von 1 auf 1000 skillen oder so. Ist total geil. Werde ich euch spätestens mit Wargreymon mal demonstrieren. Mit Agumon ist, glaube ich, der Level 12er Skill so ein Buff-Skill. Die kann man nicht so leicht skillen, da ist es ein bisschen schwerer. Ich muss mal gucken, ob hier jetzt irgendwo noch ein paar Gegner kommen. Ja, ja, da kommt noch. Einer kommt noch. Okay, komm mal bitte mit, mein kleiner Kumpel hier. Kommst du, kommst du, kommst du? Los, komm, 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 komm. Aber ich lock den mal hier runter. Wenn er hier unten ist, dann... kann ich direkt mal so einen Schalter aktivieren. So. Ich mal ganz schnell und mach diesen Schalter hier an. Der ist übrigens, wenn man am Anfang der Welt, da bin ich ja nach links gegangen, wo die Mumien kamen. Wenn man nach rechts geht und da ein bisschen weiterläuft, dann ist da so eine Brücke jetzt runtergefahren durch diesen Schalter. Ist da hinten einer? Ja, da hinten ist noch was hier. Wipp. Komm mal, du einer Einzelner hier, du. Jetzt muss ich irgendwie durchkommen. Oh, zack. Ist egal, wenn ich jetzt ein bisschen Schaden bekomme. Ich habe ja sowieso genug Discs dabei. So, jetzt sind sie gleich alle versammelt. Ach, das sieht doch schön aus, ne? So eine schöne Horde. So 12, 14 Typis sind das. Und dann stelle ich mich einfach hier ran. Dann mache ich den hier. Da, zack, direkt Technik gestiegen. Und dann werden so viele mal getroffen. Manchmal ist auch ein Bug, da wird gar nicht angezeigt, dass die Technik steigt. Aber eigentlich steigt sie. Aber jetzt am Anfang bin ich mir eigentlich noch nicht sicher, ob die wirklich steigt. Weil, wir können einfach mal gucken. Ist sie höher als 2? Nö. Ja, die ersten paar Level sind halt sehr schwer zu bekommen. Wird. Jetzt brauche ich MP, na toll. Nee, aber so wisst ihr schon mal, wie man skillen kann. Auf Dauer wird es dann so wirklich sehr leicht. Also, das verspreche ich euch, Leute. Oh nö, jetzt spawnen da oben auch noch welche. Nein. Ja, pusch. Und pusch. Und wieder Technik gestiegen, sehr schön. Okay, jetzt wird es aber ein bisschen kritisch hier. Oh fuck, ich sterbe ja gleich. Falsche Disc. Mach keinen Scheiß. Und du auch nicht mal. Na klar, Tyrannomon. Nein, Items, nicht verschwinden. Mann, Items. Nee. Lassen wir das. So, Leute, jetzt zeige ich euch noch einen Ort, wo man super geil leveln kann. Oh na toll, was macht er denn hier? Wenn man hier rechts geht, läuft man noch so ein bisschen hier, da hier ist die Brücke der Anfang vom Level, so. Geht man hier runter. Und hier kommen jetzt so kleine Skorpione. Und dieser lila Stein ist dafür da, dass die ganz lange spawnen, bis der Vorrat wirklich kaputt und leer ist. Und so lange, wie man den Stein nicht kaputt macht, kommen hier locker so 100 Stück oder so, weiß ich gar nicht. Mehr als genug und ihr seht, die geben viel XP. Und hier kloppt man einfach so lange, bis die Gegner nicht mehr kommen. Und davon gibt es hier im ganzen Ödland drei so eine Türme. Dieselben gibt es auch mit Mumien in den Dungeons.
werden wir sicher noch sehen. Auf jeden Fall kann man so super geile, wenn da die droppen direkt X-Daten, ist doch perfekt, ist das doch. Man muss nur aufpassen, dass die ja nicht vergiften. Und sonst, ich hoffe, dass jetzt so hier, also ich werde jetzt den ganzen Part noch weiter hier rumskillen. Denn ihr seht, mir fehlen nur 1400 zum nächsten Level. Und das Level 12 müsste ich auch noch drin haben. Und dann, ja, werde ich jetzt einfach noch 5 Minuten oder so hier weiterkloppen. Und dann werde ich den Rest bis Level 22 werde ich wirklich komplett offscreen durchleveln, denke ich mir mal. Einfach, weil ich euch das ersparen will, weil ich werde jetzt nichts weiter machen. So richtig storymäßig Dungeons durchkloppen werde ich dann wirklich erst mit Wargreymon. Wobei ich Wargreymon wahrscheinlich vorher auch noch bis Level 15 oder so bringe. Einfach nur, weil es gut ist. So, jetzt erstmal zack, zack, bam. Immer schön die Viecher tot machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich so genau dazu sagen soll. Ich quatsche hier irgendeinen Schluss. Vielleicht bin ich einfach mal ein bisschen ruhig, so ein paar Sekunden so. Oh Mann! Ja, ich weiß. So lange halte ich es dann doch nicht durch, irgendwie nicht zu sprechen. Aber ich denke mal, das ist schon ganz in Ordnung. Ist ja sonst ein bisschen langweilig. Ich renne ja nur rum und klopp die ganzen Viecher tot, ne? Ja, die droppen auf dem Schwierigkeitsgrad hier droppen die übrigens sehr, sehr viele Rüstungen. Waffen gar nicht und ganz viel Rüstung. Und normalerweise auch Schlüsselkarten. Und Booster Packs. Und schon das erste Level ab hier. Level 12 erreicht, ist das sehr schön. Wenn das hier schön weiterläuft, dann kann ich auch bald die Doppelaxt einsetzen. Ach, schön, Mann. Zack hier, so. Immer schön outwatchen. Ja, oh, wie schön die Technik steigt, Leute. Ist das geil oder ist das geil? Zack. Aber oh, man will nicht so viel blocken würden. Ja, hört mal auf hier. Bam, bam, bam. Ja, das Spiel ist total cool. Es hat was von Rollenspiel. Es hat auch gleichzeitig wieder was von Hack'n'Slay. Und es ist mit Digimon, also total geil. Boah, Mensch! Pass doch mal auf, okay, ihr Scheißviecher! Ja, Leute, sehr spektakulär, wie ich hier die ganzen Monster kloppe, ne? Ich weiß ja so meine Zeiten, als ich mit einem Kumpel mal zu zweit an der PS2 gezockt habe. Immer wenn wir hier waren, wir haben total geschwiegen. Wir haben einfach. Nee, es war so ruhig und dann immer nur dieses Prügelgeräusch hier. Haben wir uns schon überlegt, machen wir einfach die ganze Zeit Musik an und... Alter, was war das? Voll an die Wand festgeglitscht und dann hat er mich da verkloppt. Der war jetzt fies. Leute, war wirklich fies. Nein, ich bin vergiftet. Jetzt kriege ich kontinuierlich Schaden, ist nicht schön. Kann ich keinem weiterempfehlen. Ja, ist schlecht. Naja, kann man jetzt nichts machen. Muss ich durch. Passt schon irgendwie. Zack, hier immer drauf gekloppt, da immer bam und zack und bam. Schiffrückkehren. Wie viel Technik habe ich jetzt eigentlich? Naja, sieht gut aus. Übrigens, es gibt ja nur 3 von diesen Türmen hier im ganzen Ödland. Wenn alle kaputt sind, dann bleiben sie kaputt. Und um die neu spawnen zu lassen, muss man einfach mal das Spiel speichern und dann neu starten. Kann man auch auf dem Emulator machen. Man muss einfach speichern und dann fährt man ja zurück zum Statusmenü. Und ein Booster-Pack, sehr schön. Werde ich bei Gelegenheit auch mal mit euch zusammen öffnen. Man kann ja irgendwie Karten sammeln und es gibt auch eine Quest. Da muss man für den Digi-Elfen Booster-Pack zurückholen. Wo, die Quest bekommt man aber nur, wenn man wirklich genug Karten schon gesammelt hat. Über die Hälfte braucht man, glaube ich. Und auf dem Schwierigkeitsgrad schwer schaltet man so eine Digitation frei. Das läuft doch hier, das läuft doch. War schon Technik ab hier. Und noch ein Booster Pack. Ja, die Drops, die fangen langsam auch an, nicht mehr so schüchtern zu sein. Dann haben wir noch ein bisschen was davon, nicht nur XP. Zack. Oh Mann, oh. Vergiftet seine Scheiße. Niemand möchte vergiftet sein.
Wenn du ja hier schießt. Ja, ja, genau. Bam, bam. Jetzt heile ich mich mal, weil mit der Leute. Oh! Innerhalb einer Sekunde schon wieder 100 Schaden gekriegt, na klar. Ja, Mensch, das läuft doch gut hier, Mann, das läuft doch gut. Wie viel XP fehlen mir jetzt noch? 48, das ist doch perfekt. Zack, und Level ab. Was haben wir? Stärkebonus. Ja, wir schauen jetzt mal auf meine LP und Stärke und Verteidigung. Ja, alle merken 518, 389 und 261. Jetzt Stärkebonus. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr. Ja, gut, ne? Ist halt ein netter Buff. Übrigens, den kann man natürlich dann später auf Mega, auf Giga, Terra und dann Unendlichkeit skillen. Und dann haut das schon so viel hoch. Ich glaube, bei Giga war es schon irgendwie 2000 Stärke oder so. Total krank. Ja, also ist schon cool. Bei Wargamon werde ich euch das sicher mal vorführen, wie doll stark das dann werden kann. Wargamon hat das zum Glück. Und der hat auch zum Skillen, also wenn man so mit Buffs immer bufft, das Skillen dauert so lange. Aber dann hat Wargamon zum Glück noch Mini irgendwie Schlaf als Skill. Und dann kann man so immer schön bei diesen Gegnergruppen, wie ich euch vorhin gezeigt hatte, kann man Schlaf dann schön hochpowern. Und weil es ja Macht ist, steigern sich dann auch die Buffs, also Buffs und Debuffs durch die Macht halt hoch auf Mega, Giga, Terra. Richtig cool. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich schon viel geschafft. Ich glaube, ich springe einfach mal hier drauf. Dann tun sie mir nichts. Drücke Start. Oder nee, ich lasse Start weg. Und ja, ich werde dann einfach offscreen jetzt, wie gesagt, leveln bis 22. Bis ich Mini-Heilung habe. Dann werde ich wahrscheinlich auch schon Doppel-Extra haben. Und ja, wahrscheinlich starten wir in einem Online-Center. Also nicht wundern oder so. Ja, dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao, ciao.